Friends, Michael Buchinger hier. Die Leute sagen gerne so Nonsens wie, um andere zu lieben, musst du erst dich selbst lieben. Tja, das ist das Schöne am Hass. Ja, ich hasse so ziemlich jeden außer mich selbst. Willkommen zu meiner Hassliste. Punkt 1 auf meiner Hassliste im März, Leute, die dich imitieren oder es zumindest versuchen. Wie ihr vielleicht wisst, weil ich es tausendmal bereits erwähnt habe, bin ich von Wien nach Berlin gezogen. Und die Leute hier sind alle sehr nett und ich fühle mich richtig wohl, aber irgendwie lieben es Berliner oder Deutsche generell, einfach meine Art zu reden zu imitieren, also meinen Dialekt. Und ich finde es einfach ein bisschen komisch. Oh, ich liebe diesen Wiener Schmäh. Denn der Michael Buchinger. Ja, und klinge dann dabei wie eine sterbende Ziege oder so. Und ich muss mich dann fragen, klinge ich wirklich so? Ja? Ist das so, wie mich andere Leute sehen? Und manchmal bringen sich dann neue Leute ins Gespräch ein und sagen, nein, Michael klingt nicht so. Michael klingt doch so. Und ich denke mir, ich zeige euch gleich, wie Michael klingt, okay? Ich meine, wenn sie es wenigstens gut machen würden, dann könnte ich ihnen eine MB-Perücke besorgen und sie fortan auf Partys und Spieleabende schicken, auf die ich nicht gehen möchte. Aber meistens klingt es einfach fürchterlich und ich halte es wirklich nicht für eine gute oder entzückende Idee, jemand anderen zu imitieren. Das nächste Mal, wenn ich eine Person auf der Straße sehe, die humpelt, sage ich auch, oh, ich liebe es, wie du humpelst, so in etwa. Sehr, sehr witzig. Und ja, ich vergleiche gerade meine Art zu sprechen mit einer Gehbehinderung. Wechseln wir schnell das Thema. Nächster Punkt auf meiner Hassliste im März, Drucker. Dieser Hasspunkt ist vielleicht ein bisschen komisch, aber denkt einmal darüber nach. Ja, wir sind in der Technologie so weit gekommen, ich kann mich in Echtzeit mit meinem Freund unterhalten, der 700 Kilometer entfernt wohnt. Leute werden in Metallröhren ins Weltall geschickt und wir können Lebewesen klonen. Aber wenn ich ein Dokument ausdrucken möchte, dann dauert es einfach 10 Minuten. Ja, und ich muss mir zuerst dieses Druckergeräusche-Konzert anhören, so. Okay. Und damit nicht genug. Ich meine, Drucker bringen einfach nur Probleme. Wenn er dann aufgedreht ist, habe ich entweder zu wenig Farbe und muss eine Druckerpatrone um 10.000 Euro kaufen, oder aber es gibt einen Papierstau, oder mein Drucker hat einfach keine Lust auf meinen Bullshit. Drucker sind einfach die Katzen unter den elektronischen Geräten und manchmal haben sie einfach keine Lust auf dich. Und dann sitze ich so davor und bettle 10 Minuten lang so, bitte, druck einfach nur diese Seite aus und es ist mir egal, ob schwarz, blau angezeigt wird. Ich möchte einfach nur das Dokument und es passiert nicht. Ein Appell an alle Tüftler unter euch. Könnt ihr einen Drucker entwickeln, der funktioniert? Nächster Punkt auf meiner Hassliste im März sind Paketlieferdienste. Ich warte noch auf den Tag, an dem ich irgendwie eine exzeptionell gute Erfahrung mit einem Paketlieferdienst habe, denn bis jetzt war es einfach immer wirklich scheiße. Ich hatte im März wieder so Stress mit einem gewissen Lieferunternehmen, dessen Namen ich nicht nennen werde, aber wo ich vorschlagen möchte, dass sie ihren Namen auf Ups ändern, weil sie wirklich alles verkacken, was man verkacken kann. Ich war ein bisschen ein fauler Mensch und ich wollte unbedingt einen grauen Rollkragenpullover und ich dachte mir, Michael, gönn dir was, anstatt so durch die Straßen Wiens zu ziehen, kaufst du dir einfach diesen Rollkragenpulli im Internet, wird versandt mit einem Paketdienst und ist in 2 Tagen bei dir. Tja! Dem war nicht so. Und dann habe ich bei dieser Service-Hotline angerufen und Service-Hotlines von großen Unternehmen sind, glaube ich, ein eigener Hasspunkt für sich, denn bis du mal jemanden dran hast, der keine Maschine ist, hast du, glaube ich, schon 20.000 Euro ausgegeben, wenn diese Hotline auch so schweineteuer ist. Und es ist doch immer so eine komische Maschine, die sagt, wenn sie ein Problem mit unserem Service haben, dann sagen sie jetzt ja. Und dann sagst du ja und dann sagt diese Maschine, oh, es tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Wenn ich mich mit jemandem unterhalten möchte, der mich nicht versteht, dann unterhalte ich mich einfach mit jedem Menschen in Berlin, okay? Mit niemand. Niemand versteht, wie ich spreche. Ich will einfach nur assemble. Wie dem auch sei. Irgendwann hatte ich dann einen Menschen am Apparat und dieser Mensch meinte, ja, irgendwie war doch der Paketlieferant schon 4-mal bei Ihnen und Sie waren nie zu Hause. Und ich hab's gesagt, haha, stopp, das kann nicht sein, denn ich habe kaum ein Leben und ich war eigentlich immer zu Hause. Und dann hat diese Person nachgeforscht und das hat dann weitere 10 Minuten gedauert.
gedauert, wo ich in dieser Hotline steckte und die Hits von Celine Dion Revue passieren ließ, bis sie sich dann gemeldet hat und meinte, ja, der Paketlieferant war jetzt schon viermal bei Michaels Gasse Nummer 20. Und ich sagte, ja, toll für ihn, ich wohne halt in Michaels Gasse Nummer 25. Und die Person meint so, komisch, ja, das steht ja eigentlich auch auf dem Paket drauf. Und ich weiß wirklich nicht, was schiefgegangen ist, aber dieser Typ dachte sich einfach so, YOLO, ich bin mein eigener Mensch und ich halte mich nicht an Regeln oder Paketanschriften, die ganz deutlich draufstehen. Ich gehe mal einfach zu einer anderen Adresse und probiere es dort. Tja, ups. Und eigentlich, das Blöde an dieser Geschichte ist ja, dass ich Zeit sparen wollte, indem ich Dinge im Internet bestelle und im Endeffekt hat es so viel länger gedauert, als wenn ich einfach mein Zeug auf der Straße gekauft hätte. Das klingt falsch. Ich meine, meinen Strickpullover. Den letzten Punkt auf meiner Hassliste kennen wir, glaube ich, alle und ich wünschte, die Leute würden einfach aufhören, das zu tun. Es ist, wenn Leute dich bitten, ihnen etwas aus dem Urlaub mitzunehmen. Und damit meine ich halt nicht nur irgendetwas, wie zum Beispiel, oh, hier nehme ich doch diesen Flyer, den ich im Flughafen gefunden habe, sondern sie wollen ja, dass du was Bestimmtes mitbringst. Und ich finde das so unhöflich, weil ich denke mir, du erzählst einer Person, dass du auf Urlaub fliegst oder in Urlaub fährst und es ist sehr schön und es ist eine entspannende Zeit, wo du einmal keine Verpflichtungen hast. Und dann gibt es so Menschen, die hören dir zu und sagen, das finde ich ja toll, dass du auf Urlaub fährst. Wenn du schon in Paris bist, könntest du dann vielleicht in dieses eine Geschäft gehen und mir dieses bestimmte Produkt mitnehmen. Und natürlich kannst du nicht sagen, nein, ich bin in Urlaub, ich werde dir sicher nicht irgendetwas mitnehmen, was du genauso gut im Internet bestellen kannst. Sondern ich sage dann so, ja, wieso nicht? Weil ich mir denke, vielleicht ist es ja nicht viel Aufwand. Und es ist natürlich immer extrem viel Aufwand, denn die Dinge, die die Leute wollen, dass du mitnimmst, sind nie Dinge, die du einfach leicht im Supermarkt bekommst, sondern es ist immer in einem spezifischen Geschäft, das wirklich am Arsch der Welt ist. Und die Anleitungen sind immer irgendwie so, ja, du fährst mit der U-Bahn bis zur Endstation und dann fährst du noch mit einem Bus, dann musst du nur noch ein Stückchen zu Fuß gehen und durch einen kleinen Teich schwimmen, in dem es nur wenige Krokodile gibt und da auf dieser kleinen schlammigen Insel findest du dann den Laden und da möchte ich bitte, dass du mir dieses Produkt um 5000 Euro mitnimmst und wenn ich das Geld habe, gebe ich es dir natürlich auch gerne zurück und ich denke mir, ich bin in Urlaub, ich möchte mich einfach nur betrinken und mein eigenes Körpergewicht in Eclairs essen und dann gibt es diese Menschen, die auch sagen, nein, das kannst du nicht tun, denn ich möchte, dass du mir ein bestimmtes Produkt mitbringst und ich persönlich würde nie auf die Idee kommen, irgendeiner Person, die ihren wohlverdienten Urlaub antritt, da jetzt zu beauftragen, ja, das kannst du mir mitnehmen, denn ich versuche, jede Lebenssituation so umzudrehen, dass ich einen Gewinn daraus schlagen kann. Tja, das finde ich fürchterlich, das fand ich nicht nur im März fürchterlich, sondern auch immer und ich nehme den Leuten bestimmt nichts mit aus Berlin. Ich danke euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart auf dieser Hassliste. Ich habe jetzt erstmals diese Wohnung eingeweiht mit meinem Hass. Ich bin hier überall versprüht, in alle Ecken. Hier hinten hängt euch schon mein Hassbanner. Tja, es freut mich, dass ihr Teil dieses historischen Momentes sein konntet und ich wünsche mir, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr in letzter Zeit so gehasst habt. Das ist wirklich ein schöner Austausch. Bitte schreibt mir, das gibt mir immer so ein Gefühl der Heimat, selbst wenn ich 700 Kilometer davon entfernt bin. Auf meinem Kanal gibt es sehr, sehr viele Dinge zum Thema Hass und Negativität und wenn euch das gefällt, dann abonniert mich doch oder gebt mir einen Daumen nach oben und wenn ihr es nicht tun wollt, dann bin ich auch nicht böse. Bis zum nächsten Mal. Ciao!